Und willkommen zurück da draußen. Wir sind jetzt hier am Fuße des Funkturms vor dem Holzfäller-Camp und werfen da wohl gleich mal einen hübschen Blick rein. Und wir müssen echt mal gucken, ob wir von oben hier vielleicht das ganze Ding reißen können, ohne großartig da reinzugehen in den Kampf. Wir haben immer eine gute Sniper dabei. Und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Ich glaube, von hier ist noch zu weit weg. Oder? Ja. Kurz nachladen. So. Super. Oh, uns fehlt natürlich ein klein wenig Schuss dafür. Und wir müssen noch näher ran. Ach du Scheiße, nee. Wir gehen hier runter. Wir wissen, wie es endet. Ihr wisst, wie es endet. Ich weiß, wie es endet. Und so soll es nicht enden. Okay, okay. Alles gut. Okay, also als Wichtigstes würde ich erstmal sagen, schalten wir die Funktürme aus, dass sie keine Verstärkung rufen können. Die Frage ist, haben die überhaupt welche? Sieht fast nicht so aus. Wir könnten echt Glück haben. Doch, da ist einer. Haben wir. Super. Nummer 1. Seht ihr noch irgendwo einen? Wir haben tatsächlich nur einen. Da leuchtet was. Ist das nur eine Lampe? Könnte tatsächlich nur eine Lampe sein. So, ist hier unten noch irgendwas? Ne, okay. Oh, oh, oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah. Oh Gott, einmal kurz, ja, Knochen brechen. Ah, fuck it. Okay, Leute. So, den können wir ausschalten, ohne dass jemand das sieht. Gesagt, getan. Da oben sind zwei, das ist natürlich etwas schwieriger zu bewerkstelligen. Alarm haben wir schon mal ausgeschalten. Okay. Jetzt wird es natürlich etwas kniffliger. So, der Alarm ist aus. Ist tatsächlich nur ein Alarm. Also ich sehe nur einen. Keine Verstärkung mehr. Ja, haben wir gut gemacht, muss man sagen. Okay. Sehen wir zu, dass wir jetzt da irgendwie rankommen. Oh, warte mal. Von hier. Und da ist ein Kistchen, das nehmen wir noch mit. Hallo? Da. Wunderhübsch. Oh, ich drücke immer auf Y. Statt auf C. So, von hier aus müssen wir uns jetzt echt ranschleichen. Die sind zu zweit. Das könnte ein Problem werden. Die kriegen wir so nicht kaputt. Hat er was gesehen? Nee, ne? Okay, hat nichts gesehen. Fuck, 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 komm, komm, komm. Okay, wir müssen mal reinschirmen, Leute. Wir haben keine andere Wahl. Oh, fuck. Wie viele Leute sind hier? Heilige Axt im Walde. Aber ins Klohäuschen. Hier sind wir sicher. Vorerst. Kurz unsere Wunden zu kleben mit Panzertape natürlich. Warte jetzt. Oh, fuck. Ah, fuck, wir. Au! Das. Oh, fuck it. Oh, fuck, die zerreißen uns hier echt in 1000 Stücke. Ach du Scheiße. Voll die Granatsplitter in der Hand. Okay, okay, Leute. Wir müssen das irgendwie anders machen. So ist das echt. Der. Alarm ist ausgeschaltet, angeschaltet, oder? Nee, vorgelobene Musik. Ey, ihr sprengt euer eigenes Lager in die Luft, ihr Idioten.
komm, komm, komm. Rein da. Kurz nachladen, die Zeit nutzen. Ich hoffe, er kommt jetzt hier nicht rein. Ah, und mal auf jeden Fall hier noch ein bisschen. Oh. Da. Habt ihr Lack gesoffen? Hier drin hier. Dummbatze. Komm rein. Wenn die reinkommen, ich glaube nicht, oder? Sieht nicht so aus. Okay, Zeit für ein bisschen Dynamit. Fuck, nicht, komm, geh raus, nicht nachladen. Du Idiot. Sieh zu, lauf. Nope. Ihr seid tot. Boah, was eine Aktion, heilige Scheiße. Boom. Wir töten alle Piraten. Oh, wir haben wieder Munition für unsere schöne Waffe. Ich töte euch, meine Freunde. Hallo, habt ihr was? So, und jetzt holen wir uns den ganzen Rest, der noch rumläuft. Da ist noch wer? Mir ein verdammt. So. Erzähl mir von deinen Freunden. Im Funk hieß es, waschen im Lösegeldvideos in der PC auf. PC? Pirates Cove. Wir nennen sie Sunset Cove. Das ist eins ihrer Gefängnisse. Verstehe. Bedenke, Jason, die Stärke, die du vom Pfad empfängst, wird dir siegen helfen. So mit deinem scheiß Pfad, ey. Bis jetzt helfen mir nur unsere Waffen. Warte mal, hier ist noch irgendwo eine Kiste. Da ist noch eine. Immer schön alles mitnehmen, was geht. So, jetzt ist hier noch irgendwo. Jetzt müssen wir da hoch. Kommen wir nicht hoch. Da ist sie. Super. So, nächste. Hier ist noch eine. Auch die nehmen wir mit. Haben wir. Wunderbar. Okay. Da ist noch eine versteckt. Auch die soll mitkommen. Oh. Ja. Warum auch nicht? Ich lieg auch gerne mal so rum. Kommen wir da rein? Oder müssen wir da drauf? Drauf macht keinen Sinn. Wenn, dann rein, oder? Nee, geht aber nicht rein. Also tatsächlich drauf? Oder hier der Container? Nee. Ach da! Ach Gott, versteckt. Gar nicht gesehen. Big Jack's Lumberyard. Need wood? I have got wood. Sehr gut. So, hier haben wir noch ein Kistchen. Noch. Das soll mit. So, okay, ich glaube, jetzt haben wir so gut wie alles. Wobei, hier ist noch ein bisschen was auf dem Steg. Da. Eine Hundemarke, super. Ja, sorry Leute, wir müssen jetzt echt hier, auch wenn es wirklich sehr, sehr langatmig ist, wir müssen das plündern. Weil wir brauchen Geld, viel Geld, ne? Und bleibt dann daher leider nicht aus. Wo zur Hölle? Ich will da rein. Hallo? Du liegst auch super da, muss ich mal so sagen. Plünder nicht möglich? Können wir den größeren Rucksack machen? Ich glaube nicht, oder? Beuterucksack. Nee, wir brauchen Dingofell. Ich glaube, unser Rucksack ist voll. Scheiße. Fuck, irgendwo höre ich da so einen scheiß Löwen. Oh! Sorry, aber dir konnte ich jetzt hier, ja, ne? Also du weißt Bescheid. Wert von 10, Wert von 5. Hundefälle haben wir relativ viel. Legen wir die erstmal ab. Da brauchen wir unbedingt noch Dingofell, dass wir da ein bisschen zumindest
Ja, aufstocken. So, Warane brauchen wir gerade nicht. Können wir auch weghauen. So, zwei Hunde. Hat mal Hundefell, Hundefell, Hundefell. Da brauchen wir auch jeweils nur zwei. Ich weiß nicht, ob wir es später nochmal brauchen, deshalb. Kurz nachladen. Und dann holen wir uns das Tigerfell. Haben wir schon? Ach, sieht so aus, als hätten wir es. Okay, super. So, dann hier nochmal ganz fix rein. Ne, das sind nur ein paar Spinte. Achso, jetzt können wir dich nochmal hier plündern. Hm, sieht nicht gesund aus. Wie sagst du nochmal? Ach du Scheiße. Was soll ihr beschießt ihr da, Idioten? Okay, komm. Ach, das sind Tiger. Hä? Sag gerade aus, als würde er mit einem Reifen rumrennen. Okay. Ich glaube, sind irgendwo Terrorvögel. Ich bin bewaffnet, ich sag's dir. Komm ruhig raus, wenn du was haben willst. Hi. Hau ab. So. Entschuldigung, aber ey, wer mich so doof anguckt, der hat's nicht anders verdient. Oh oh. So. Ja, ich schwöre, unser scheiß Rucksack voll. Können wir schon irgendwas herstellen jetzt wieder? Medizin können wir doch bestimmt herstellen. Guck mal. Ah, super. Auch schon mal ein bisschen mehr Platz. Oh, 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 das ist ein Auto. Duck dich. Okay. Ja gut, dann gehen wir erstmal per Schnellreise ganz fix an unserem Bestimmungsort. Ich guck grad, wo Dingos sind, aber... Das Problem ist einfach, dass man die auch sehr schnell mit Hunden verwechseln kann, oder? Hier sind Pumas? Hm, das sind Hunde? Schwierig, sehr schwierig. Verschollene Expedition, auch sehr cool. So, da sollen wir jetzt hin. Das heißt, wir gehen erstmal wieder nach Haus. Ruhen uns ein bisschen aus, verkaufen ein bisschen Zeug, machen uns ein bisschen leer. Das Ganze organisatorisch erstmal, bevor wir uns in den nächsten Schritt wagen. Weil das muss natürlich auch mal sein. So, also wir haben erstmal viel Munition. Oh, $400, ey, scheiße. Aber natürlich können wir auch sehr, sehr viel verkaufen. Ihr seht, das lohnt sich richtig. Wir haben ja mittlerweile wirklich viel, viel angehäuft, angesammelt. Und jetzt ist erstmal schön unser Inventar wieder ein bisschen leerer. Okay. Dann könnten wir jetzt noch kaufen. Wie gesagt, ich hätte gerne noch eine Schusswaffe. Magnum oder... Ja, irgendwas anderes Kleines hätte ich gerne. Leuchtpistole braucht kein Schwein. Flammenwerfer. Na, nee. Konsumartikel. Achso, das ist Medizin. Körperpanzer. Granatwerfer ist auch sehr lustig, ne? Raketenwerfer, ja sicher. LMG haben wir. Ach komm, nehmen wir so eine kleine erstmal mit. Zwei Aufsätze kann die haben, das ist doch schon mal super. Und dann setzen wir die einmal dahin. Ausrüsten haben wir schon. Anpassen auf jeden Fall. So, Nachtsicht brauchen wir eigentlich nicht. Laufverlängerung, wofür ist das denn? Ein verlängerter Lauf, der die Genauigkeit einer Waffe verbessert und außerdem die Durchschlagskraft leicht erhöht. Leistungsoffensive Bedingungen, die Treffer. Okay. Komm. Nachtsicht klingt relativ lustig. Hm. Für die schnelle? Schnellere. Rotpunktvisier ist, glaube ich, viel lustiger. Ja, komm, nimm mal mit. Für die. Ja, für Nahkampf ist das, glaube ich, ganz angenehm. Das können
Können natürlich die Farbe hier noch ändern, aber ich glaube, unser Ballermann reicht hier dafür aus. Okay. Okay, Leute. Wo haben wir sie denn? Sehr cool. Gucken wir uns draußen nochmal ganz fix an. Nee. Da ist die Tür. So, da müssen wir hin. Wie gesagt, ich zück die nochmal ganz kurz. Will die einfach nochmal ganz fix testen. Alter. Das Ding ruppt dir ein richtiges Loch in den Kopf. Wie viel Schuss haben wir denn überhaupt? Oh, 24, okay. Okay, wunderbar, Leute. Dann machen wir weiter in der nächsten Folge und gucken mal, was wir noch so finden. Ciao, Leute.